Eine solche Schulung muss unbedingt von geschultem Fachpersonal, sprich von den Organisationen, Rotes Kreuz etc., durchgeführt werden. Wir sprechen hier über lebensrettende Maßnahmen, über lebensrettende Techniken, und die müssen auch von denjenigen vermittelt werden, die es halt auch beruflich und professionell machen. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass vom Lehrpersonal begleitend das vorbereitet wird oder nachbereitet wird. Allerdings kann es auch nicht sein, dass es dann obendrauf kommt für das Lehrpersonal, denn wir müssen auch in Betracht ziehen, dass das Lehrpersonal selber auch von einer solchen Erste-Hilfe-Schulung profitieren kann und sogar sollte. In dem Sinn. Und nur dann schaffen wir es auch, flächendeckend eine Erste-Hilfe-Schulung und eine Erstversorgerschulung hinzubekommen, die auch einen Mehrwert darstellt für die Jugendlichen und alle anderen, insbesondere für diejenigen, die dann am Ende gerettet werden. Deswegen noch hier mein Appell, da das nicht obendrauf zu setzen für das Lehrpersonal, sondern alle sollten davon profitieren und auch die erwähnten Organisationen eingebunden werden. Danke. Wir kommen zur letzten